Jo Leute, willkommen zum nächsten Part vom PC-Simulator. Wir gehen wieder in unsere Welt. Mir war leider ein kleiner Fehler aufgetreten. Ich hatte vergessen zu speichern. Aber das ist nicht so schlimm. Ich habe hier alles, was wir geschafft haben, wieder nachgeholt. 1 zu 1. Und deswegen sollte das nicht so ein großes Problem sein. Ich hatte gerade eben schon ein bisschen Geld getan. Aber es ist nicht so viel, wie ich es gern gehabt hätte. Aber ich habe auch bloß so 5-6 Minuten gefahren. Hier tut man am besten immer meine Bitcoin. Mein lohnt sich noch nicht. Ich würde tatsächlich noch eine Grafikkarte erstmal holen. Die in den Computer einsetzen, damit ich zumindest ein kleines bisschen mehr meine. Da ist jetzt sehr noch sehr, sehr wenig Geld. So schön, genau wie ich es nicht wollte. Klappt doch mal. Ach, jetzt ist es vergessen auszuschalten. Wird doch richtig hin. Ein kleines bisschen schräg. So, davor haben wir 2 pro Sekunde gemacht. Gucken, wie viel wir jetzt machen. Jetzt machen wir 4 pro Sekunde. So, dann lasse ich das mal währenddessen laufen und ich würde uns jetzt sagen, wir kümmern uns mal um etwas anderes als einen Computer, weil ich habe persönlich gemerkt, dass es sich nicht lohnt, mit dem Computer zu minen, sondern ich werde mir einen Miner erstmal holen. Wie schon gesagt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, das Mini ITX Mainboard. Dann würden wir die 5. Der hat bloß 2 Slots. Erstmal das und dann bauen wir kurz das. Dadurch, dass ich das alles auf einmal geholt habe, ist das Mainboard sogar schon drin. Tatsächlich will ich das aber nicht drin, weil sich das ein bisschen blöd baut, wenn das da drin ist. So. Ist der Prozessor. Ich habe den Lüfter vergessen. Das fällt mir gerade auf. Gut, dann ziehe ich erstmal kurz das da raus. So, die Kartons will ich danach dann da reinpacken. Die Kartons sind wie bei Amazon viel zu groß für die Ware. Wer braucht denn so einen Karton für einen RAM-Stick? So, dann nehme ich das und dann packe ich das da rein. Nicht ganz so. So, perfekt. Dann einmal den normalen Lüfter, der andere hat glaube ich nicht reingepasst. Oder ich hatte es einfach nicht richtig hinbekommen. Gut, weil mit dem Minen kann man dann auch endlich gut Bitcoin minen. Auch wenn ich anfangs erstmal Geld minen werde. Wo ist denn der Lüfter hin? Bitte zeig nicht, dass der rausgepackt ist. Bitte sagt jetzt hier irgendwo rumliegt. Ja, da. Wie auch immer ich den übersehen habe. Ist ja nicht ganz so schlimm. So, dann habe ich das. Dann, letzter. Ich hole mir erstmal einen, später werde ich 2 brauchen. Ein 2000 Watt Netzteil. Ich würde sagen, muss man in dem Spiel keinen Strom bezahlen, ansonsten wäre ich schon pleite gegangen mit dem Miner. Wenn ich den baue.
So. Tier und Stern. Oder muss ich doch von Anfang an machen? Und noch normale SSD. Ja, 200 GB reicht aus. Soll ja erstmal bloß Standard genug sein, dass es läuft. Perfekt, ich muss ganz kurz überlegen, wo das rein. Da. Ja. So rein. Jetzt. So. Ich hasse es. Geht natürlich deutlich schneller als wie in der letzten Folge beim normalen PC. Langsam müsste jeder verstanden haben, warum ich gesagt habe, die Physik ist gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, ich hätte es tatsächlich mehr gefeiert, wenn man so Inventar hätte und das. Also das mit dem Reinstecken, ja. Aber mit dem Inventar wäre es leichter und wenn man ein bisschen schneller laufen könnte. Da reinsetzen. Dann einmal kurz testen, ob es perfekt funktioniert. Der Ton ist leider sehr laut. Dann stelle ich Lautstärke mal auf 50%. Nur an jeden, der das Spiel vielleicht danach auch mal spielt, habe ich schon in einer anderen Welt gemacht in dem Spiel, aber man kann in den Mülleimer rein und das ist ein Google Play Erfolg. So, ich stelle immer gerne den Miner hier daneben. So, dann brauche ich natürlich auch einen neuen Monitor. Was ist das? Too hot. Ach, weil ich einen PC eingefasst habe. Wo ist denn der blöde Prozessor hin? Der Prozessor. Er ist nicht weg, er ist durchgebrannt. Deswegen hat er einen Erfolg bekommen. Der Prozessor ist durchgebrannt. Ach, jetzt auch noch einen Prozessor. Na gut, dann benutze ich den Monitor. So lange. So. Obwohl ich tatsächlich sagen würde, dass ich eine RTX 2080 mal das ganze Geld investiere und mal kurz runterfahre.
Ohne Grafikkarte bringt das Ganze aber nichts. Hätte ich auch mit dem PC weitermachen können. So. Der PC hatte 4 pro Sekunde gemacht. Ja, extrem laut. Muss ich Lautstärke noch. Aber na gut. Es gibt leider keine Wasserkühlung. Jetzt kann ich nicht. Ich habe bis jetzt noch nie in echt einen Miner mit Wasserkühlung gesehen. Braucht man das? Oder gibt es das? Vielleicht vom Platz her eher unpraktisch. Naja. Für den PC gibt es ja auch keine, wenn eine Wasserkühlung wäre. Eine Wasserkühlung wäre echt praktisch. So. So und dann den kaputten i3. Würde ich sagen, dass ich jetzt auch einfach noch ein i5 hole. Was ich auf dem PC gar nicht gezeigt hatte, ist, dass ich ich hatte für das Thumbnail vom letzten Video ein Screenshot von meinem Kanal in das Paint-Programm hier gemacht. Ja, 3 pro Sekunde ist jetzt noch weniger. Aber das ist nicht so. Einfach nur damit es noch ein bisschen mehr aussieht. Gut, ich bezweifle, dass das so klingt, wenn man eine CPU einsetzt. Gut, normalerweise wirft man den auch nicht. Das ist physikalisch auch nicht richtig. Aber egal, dann tue ich erstmal nochmal einen Monitor. Kurz nachgucken und vielleicht 12 Minuten nehme ich jetzt auf. Gut. Jetzt ist er nicht kaputt. Das Problem bei manchen, also bei dem großen Haus war es zumindest, hier weiß ich nicht, dass die Monitore, also vor allen Dingen die Flachbildmonitore später, die sind immer umgefallen. Also wenn die nicht die gekauft habe, sind die einfach runtergefallen und sofort kaputt gegangen. Da musste ich immer einen Stapel bauen oder rechtzeitig fangen. Ich habe meistens mit Fangen gemacht. Ja, der hat 4 pro Sekunde. Wenn wir das jetzt beides gleichzeitig laufen lassen, dann sollte es noch besser laufen. Ich will nur kurz nachgucken. Ja, Kanal. Wenn man genau hinguckt, erkennt man, dass es mein Kanal ist. Zumindest meine Farben her. Aber naja. So, jetzt tue ich schon mal schön viel meinen. Nochmal, wie viel pro Sekunde ist das? 3 und 4, das heißt 7 pro Sekunde. So. Ich würde sagen, dass ich mir eine GTX 1060 nochmal hole. Einfach nur um das Mining Rig nochmal zu verbessern. Ich werde tatsächlich aber später einfach sparen, wie ich es in meiner anderen Welt gemacht habe. In meiner privaten Welt sozusagen. Weil da habe ich einfach dann gespart, habe ich alles mit dem billigsten gemacht. Und dann einfach gespart, bis ich irgendwann alles voll mit Titan V oder Titan 5, ich weiß nicht immer wie das heißt.
die goldene hier unten mache. Das werde ich hier auch machen. Gut, 5 pro Sekunde ist ganz gut. Einfach nur mal, um zu zeigen, wie das aussieht, werde ich hier. Man muss nämlich, das war das Problem, man muss auf den grünen Hauptmenü-Button drücken, damit es speichert. Gut, da wollte ich jetzt nicht drauf. Und zwar wird das Problem, auch in der Welt, ich hatte vergessen zu speichern. Ich hatte noch ein gesamtes zweites Rig draufgebaut. Und auch unten die Dinger voll auf Max, dass man ohne Upgrades machen kann und schon das erste Ding für Bitcoins geholt. Aber ich habe vergessen zu speichern. Das ist meine private Welt sozusagen. Können wir mal gucken, wie viel ich hier verdiene. 24 pro Sekunde. Hier unten sind auch die ganzen Apps schon drauf. Hier 4 pro Sekunde, ja. Nutze ihn nicht zu meinen. Aber ich würde tatsächlich sagen, das war's auch mit der Folge vom PC-Simulator. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann, ciao.